So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder bei Mario Kart 8. Nein, heute mit der dritten Map vom Pilzkopf, und zwar dem zuckersüßen Canyon. Da würde ich gerne nehmen, Alter. Ja, ich auch. Euer Hupen. Schön, dass der Hupi auf dem Gamepad. So, dann würde ich sagen, wir gehen los. Ja, ich war Windschatten. Okay, Windschatten, komm. Triple Windschatten. Nein. Triple. Der kommt mir wär's. Ich hab eine Münze, steckt die Sachen ever. Ich hab einen Sprachfehler, der mich. Ich find's immer schön, wenn man hier auf dem blauen eine Banane drauflegt. Oh, das ist so fies, Alter. Das machen die Mario Kart 7 und dann auch immer. Ja, ne, da wirst du immer abgestopft, vor allen Dingen auf dem Blätterwald, ne? Ja, das ist da so fies einfach. Du fliegst einfach runter und dann musst du 10 Sekunden warten, bis der Lakitu dich erstmal hochholt. Das ist oder mitten in der Luft, das wurde glaube ich hier gepatcht in Mario Kart 8, kommen die roten Panzer, die können einfach fliegen und treffen dich in der Luft. Ja gut. Das ist so scheiße. Das ist hier auch, nur die wurden ein bisschen langsamer, die roten Kurvas. Und man kann die in der Luft jetzt immer noch überholen. Wenn man höher fliegt? Mhm. Wenn man also nach unten einen Sturzflug macht und dann nach oben, dann kann man die abwehren. Aber ich meine, einfach hier in Mario Kart 7, da ist man fick davon. Junge! Schade, ich wollte dich abknallen. Ich wollte dich gerade abknallen. Verstehst du? Abknallen. Also das Fieseste, was ich schon in Mario Kart hatte, war noch im ersten Style auf der World Tour bei Mario Kart normal. Boah, ich krieg ja noch mal so eine scheiß Münze. Und da hatte ich wirklich einen du weißt schon, Hacker, der hatte nur blaue Koopas. Koopas. Oder der hatte eigentlich alle Waffen, ne? Oh, scheiße, wie geht ja. Regt euch nicht auf, Leute. Ich mach das immer dann so ein Scheiß. Bolle. Golle, golle, golle. La, golle, golle. La, golle, golle. La, golle, golle. Golle, golle, kannst du das böse Wort? Oh, da kommt einer. Von mir. Kannst du das böse Wort rauspiepsen? Geht leider nicht. Darf ich denn dieses eine F-Wort sagen? Kannst du. Du weißt, welche ich meine, oder? Ja. So. Da hat er's raus. Abonniert bitte, oder? Deabonniert bitte seinen Kanal. Für ich schaffe mir nochmal zum Kanal bevor. Dann downloadet ihn auf Google Plus. Ich schicke euch seinen Account. Ich hab keinen. Auch wenn er. Du hast einen. Dann seht ihr auch den ganzen Nachnamen von ihm drumherum. Ey Junge, wenn du das machst, ich zeig dich an! Ja, leider wissen alle nicht, wie ich aussehe. Und wenn dann nur ein paar aus meiner Klasse, die vielleicht mich auch. In welche kennen, Klasse gehst du denn so? Also, du bist in die 5B. 5B war's früher, ich geh in die 5B und du bist in die 5A. E, Junge. Wenn du jetzt Dritter geworden bist, dann hätte ich so gelacht. Was? Wenn du jetzt noch Dritter geworden wärst. Hätte ich dir so eine geschossen? Oh, gleichfalls. Oh, Nanny ist da. So. Egal. Natürlich gucken wir uns dann, oder machen dann direkt noch. Weiß was ich nicht. Egal. Ich muss noch mal gucken, was wir heute so noch alles machen. Wir werden dann wahrscheinlich gleich nochmal Splatoon aufnehmen. So, auf den Stein. Ich hab eine Frage so an euch, ne? Also an deine Fans und so. An meine Fans war so. Jetzt mal so. Schreibt mal in die Kommentare. Die gucke ich mir da mal an. Also Kartendo, falls du wieder einen Kommentar schreiben willst, bitte sehr. Ich antworte auch drauf. Und ich frage mich immer noch, wann wir YouTube-Chat machen. Obwohl ich die schon tausendmal angeschrieben habe, dass sie das machen. Scheiße, da war einfach kein Rock. Ich hab den Sätzen gar nicht gesehen. Ich wusste es. Das liebe ich. Man kann ja einfach so viel überspringen. Also auf jeden Fall, Kartendo, schreib auch bitte in die Kommentare, wann du frei hast, damit wir das machen können. Wäre nicht schlecht. Da wollen bestimmt die ganzen Zuschauer auch alle da. Nee, also alle meine Zuschauer, meine 47 Zuschauer, die mich nicht alle abonniert haben. Boah, geil! Oder auch, falls es nicht so viele waren und die ganze Zeit einfach nur meine Videos gesuchtet haben. Keine Ahnung. Wer kann. Wieso? Was meinst du, warum Dena nicht so viele Abonnenten hat als Dinge? Fuck!
Kennt ihr diesen Fetzer Bowser? Oder den Pimmelkopf Toad? Ich glaube, das war eine Anspielung auf mich, oder? Könnte sein. Komisch, ich bin tot. Also ich weiß nicht, was du meinst. Ich meine genau den Charakter. Oh! Ich hasse diesen Charakter, weil er nicht einfach... Wenn Leute den überhaupt spielen, so in Mario Kart 7 Online. Ja, das ist ein Abfucker. Der fuckt mich immer so ab, ne? Wenn so Online-Typen den spielen, ne? Die haben immer so Lacken mit denen. Ich meine, ich spiele größtenteils immer mit Sai Mario oder halt mit dem Shy Guy. Das sind meine Lieblingscharaktere. Aber mich fuckt es einfach immer. Boah! Du bist aber gut im Fliegen. Auf jeden Fall. Ich fuck das immer so ab, dann kommt... Metall, Mario, flieg ins Licht. Junge. Ich warte das Turm mit ein paar mehr Kraften. Och man, fick dich. Ich hab den blauen Koopa schon gesehen. Du. Ja, ist klar, der trifft mich in der Luft. Hier, yeah, immerhin, ich hab zwei Itemblöcke bekommen. Wow. Das dauert. Aber der seid mir schon langsam auf der Schliche. Scheiße. War ich nicht. Ich glaube, heute werden wir auch einmal kurz online spielen. Geht das zu zweit? Ja, das geht. Also ich habe auf jeden Fall genug Abstand. Aber würde ich sagen, diesen Cup habe ich gewonnen. Easy also. Get. Ich fahr sogar rückwärts ins Ziel rein. So, ich bin schon im Ziel. Ihr könnt ja mal nur gucken. Vielleicht nehme ich gerade noch. Yeah, dritter Biatch! Ich hab's noch geschafft! Dritter. Kannst du Koopa nicht einholen? Okay, ich muss. Dann würde ich sagen, wir sehen uns für die Ehrung an und dann. Ja. Seht ihr uns endlich wieder. Und Koopa ist einer meiner Lieblingscharaktere, aber der hat mich gerade überholt, deswegen ist er jetzt ein Beep. Ein Beep, ja. Ich sag, das wird jetzt besser nicht. Passt nicht so gut. Darf ich dir jetzt so aufflüstern? Nein, will ich nicht. Luke, steh nicht auf. Du guckst dir nochmal die Highlights von allen vier Sachen an. Von den zwei Folgen jetzt. Auch wenn es gerade irgendwie nicht geht. Egal. Wir sind dann wieder in Online 2 Spieler. Ciao. Scheiß Tons. Da sind wir noch drauf. Okay, ciao. So, das sind wir wieder. Vielleicht spielt gerade so ein Freund online. Nein. Dann spielen wir global natürlich. Nein. Regional natürlich. Nur mit den Deutschen. Nicht mit den Ausländern. Zum Beispiel die Hacker. Ja, zum Beispiel die Japaner. Mama, warte, du hast alle meine Idee. Oder die. Aber die schalte ich mir noch frei irgendwann mal. Irgendwann mal. 30 ja. Jahre später, die Wii U ist out. Ich hab ihn aber noch nicht. Nein, ich meine jetzt, wenn wir alle anderen Cups durch haben, dann kaufe ich mir den. Kaufe ich mir die DLCs und dann suchten wir das auch durch. Yay! Yeah. Oh, da sind Gott. Aber auch Ausländer dabei, willst du mich verarschen? Frankreich. Okay. Let the film. Und Niederland. Ja, Niederland. Du weißt ja, was in Dings passiert ist, Paris, ne? Ja. Eine Schweigeminute. Ha, Opfer! Auf jeden Fall. Schweigeminute! Alles gut. Schweigeminute! Ganz ehrlich. Das sind alle. Nee, die Knopf suchten.
schöner Online-Modus, oder? Was sagt ihr dazu? Boah, wie lange müssen wir noch warten? Ich hab sonst gleich keinen Bock mehr. Okay, wir sehen uns nach einem kurzen, geschmeidigen Cut wieder. Ciao. So, da sind wir wieder. Jetzt mit der Map. Nein! Steinblock-Ruinen. Mit Josef, Selma, Noah, Borduk, uns beiden, Fliplots und Florent. Der Beste unter uns ist Fliplots aus Italien in Lombardei. Lombardei. Ja, ihr müsst Lombardei. Ich bin natürlich tot. Nein. Nein, Schatz, ich bin Scheibe. Shui Gui. Ich möchte nicht dieser Pimmelkopf tot sein. Das ist Shui Gui. Komm, ich krieg gerade ein Item. Fuck you! Fuck the police with a sock in a sucker growl. Ist das okay, wenn ich die Online-Spieler wegbringe? Mach doch. Ich bin aber nicht gay. Nein, du doch nicht. Halt's Maul! Ich bin Hältst du so? An wen willst du mich verarschen, Jungs? Ja, ich kam von der Schule ja heute. Ich bin ein bisschen abgefuckt, deswegen. Wer kennt's nicht? Die Schule, ne? Die altbekannte Schule. Wen hat sie nicht genervt? Alle, die noch zur Schule gehen, den Daumen da lassen. Ja, ist so. Und die auch nicht gehen, trotzdem Daumen da lassen. Ja, fühlt den Schmerz. Habt Mitleid mit uns. Wir sind eben Geißen. Ich hab Feuerblumen geschossen. Ah, Scheiße! Opfer. Ich hab mich selber getroffen. Wer ist so dumm und schmeißt mit der Feuerblume selber ab? Der hat keinen Kopf tot. Der Luke. Ich bin 6, der Luke ist 5, aber was hast du? Ja, das sind gute Spieler. Gute Ausrede. Das gute Spieler sind gute Ausreden. Also ich bin Vierter jetzt gleich. Ich glaube, wir sind sogar Letzter. Nein, es gibt einen siebten Platz. Und so gut. Nee, es gibt auch noch einen achten. Fick dich. Scheiß Alter. Aua! Kurz ja klar, ich krieg direkt wieder Muster dran, der kann. Ich bin Dritter. Ich bin Vierter. Auf jeden Fall eine schöne Runde. Die ersten Plätze sind, ja. Die ersten Plätze sind richtig weit vorne. Die sind jetzt schon im Ziel. Jetzt, ja, nein, 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 nein. Das kannst du abschulen. Jawoll! Fuck, es ist ein Stern hinter mir. Das kann noch knapp werden. Ich bin Fünfter, leg mich am Arsch. Ich bin Vierter. Nein, Dritter. Dann würde ich sagen, falls euch der Part gefallen hat, du knappst dir noch Chills und Schnapper. So, falls euch dieser Part gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Falls ihr noch nicht mich abonniert habt, drückt auf den Abonnierknopf. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Mario Kart 8. Tschüss.